Verordnete Wolfgang Wiele. Frau Präsidentin, vielen Dank. Herr Minister, Sie haben vorhin das Stichwort Investitionshochlauf genannt. Können Sie denn Zeitungsberichte dementieren, wonach Sie jetzt haushaltsmäßig gezwungen werden sollen, im Haushalt 2020 eine Milliarde Euro von der Straße zur Schiene hinüber zu verlagern? Also nicht mehr Investitionshochlauf überall, sondern gegeneinander der Verkehrsträger. Obwohl der Stau auf den Autobahnen und auf den Bundesstraßen immer länger wird und ja auch Sie dargestellt haben, dass Sie einen Mehrbedarf sehen bei Autobahnen und Bundesstraßen in Höhe von einer Milliarde. Also am Ende würden ja 2 Milliarden dann fehlen. Diesen Bericht kann ich dementieren. Da wurden Äpfel mit Birnen irgendwie verwechselt. Aber klar ist auch, dass wir im Haushaltsverfahren, ich habe gerade die positiven Themen der Schiene genannt, noch über die Straße reden müssen, weil wir haben auch dort erhebliche Baukostensteigerungen und jetzt einen nicht nur Investitionshochlauf, erfreulich, einen gigantischen Mittelabfluss, eine Vollauslastung unserer Firmen, sondern auch jetzt eine ganze Liste von bald baureifen Projekten, über die wir dann reden müssen. Aber das wird in den nächsten Wochen und Monaten die Diskussion sein. Aber diese Darstellung ist falsch. Sie haben die Möglichkeit, das heißt, zu einer Nachfrage. Sie streiten weiterhin dafür, dass es im Infrastrukturinvestitionsbereich einen Investitionshochlauf sowohl für Straße als auch Schiene gibt und gegen ein Verständnis einer Verkehrswende, die sich dann gegen das Automobil richtet. Haben Sie mich, Herr Kollege, noch nicht als Kämpfer erlebt oder wie haben Sie mich jetzt das letzte Jahr erlebt? Ich kämpfe für eine gute Infrastruktur, sodass die Bürgerinnen und Bürger, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch eine gute Mobilität abbilden können auf unserer Bundesinfrastruktur. Und deswegen werden wir für alles an Mittel, an zusätzlichen Mitteln kämpfen. Auch aber in der Verantwortung einer Haushaltsaufstellung, die nicht nur mein Ressort betrifft, sondern alle Ressorts in der Bundesregierung. Wir müssen einen Weg finden, in Zeiten, wo jeder vielleicht schlechtere Rahmenbedingungen herbeireden möchte oder sie irgendwann real werden, ich möchte mich da nicht beteiligen, müssen wir auf jeden Fall schauen, dass die Investitionsquoten hoch bleiben und die Auslastung unserer Firmen auch gut bleibt. So, wir müssen jetzt erstmal